Das geht doch nichts über einen Hexer. Ja, und damit herzlich willkommen. Hier auf der Burg, auf Arzgellige. Wir gehen zurück zu Krachi Kreiti und werden beste ihn... Klinge ist nichts wert. Oh, hier geht das Tor hier für uns zu. Werden ihn davon unterrichten. Oh, da steht schon jemand, dass wir das jetzt alles geschafft haben. Meister Geralt, die Wache hat dich vom Turm aus entdeckt. Ich wurde geschickt, um das Tor zu öffnen. Warum war es denn zu? Ist das die berühmte Skelliger Gastfreundschaft? Nein, es ist Tradition. Nach dem Fest wählen die Jarls den König. Da müssen die Tore geschlossen sein. Nur die Söhne und Töchter von Skellige dürfen sich im Schloss aufhalten. Okay. Ja, hat er denn nicht eine Ausnahme gemacht? Hat Krach eine Ausnahme gemacht? Extra für mich? Alle wissen, was du für Ceres und Hjalmar getan hast. Heute bist du einer von uns. Ha! Sehr gut. Nur nicht so hässlich. Wartet. Angeblich schlug es noch, als er reingebissen. Wie ist die Stimmung da drin? Ich bitte, mir zu folgen. Ruhig. Zu ruhig. So, wartet mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ja, alles klar, Sigi. Ich musste mal gucken. Ich habe nämlich schon Probleme mit dem Aufnahmeprogramm. Es gibt aufs Kellige ein Sprichwort. Auf einem guten Fest fließen Met und Blut in gleichem Maße. Das fändet ihr auf dem Festland sicher barbarisch, nicht? Ich weiß nicht. Klingt jedenfalls besser als langweilige Bankette garniert mit Hofintrigen. Vulva, Sire. Hey, das ist echt schön gemacht, die Halle. Also. Kann man nicht sagen. Ich habe genauso wie du das Recht dazu. Und ich erwarte, dass du mich unterstützt, nicht meine Verbündeten klaust. Wenn ein Ankret die Krone tragen soll, dann... Solltest du das sein? Weil dir Flaum auf dem Kinn sprießt? Scheiße. Lass dir selber welchen sprießen. Vielleicht hören die Jarls dir dann auch zu. Willst du Sänge haben? Denk dran, das letzte Mal war ich diejenige, die am Schluss noch stand. Ja? Dann kämpfst du mit mir gegen die Wildkerle? Mal sehen, wer besser ist. Du oder Hjalmar, der Riesentöter? Ach, hör mit deiner Scheißprahlerei auf! Ceres, hey! Ach, verdammt! Geschwisterliebe. Hast dich nicht gerade mit Ruhm bekleckert? Meinst du, das weiß ich nicht. Aber du hast sie gesehen, sie ist so... so... stur, jähzornig, bockig, weigert sich auf irgendwen zu hören? Genau. Stimmt, Armband. Ceres und ich sind in dieser Hinsicht praktisch Zwillinge. Ich sehe Krach gar nicht. Spricht er gerade mit den Jarls? Nein, der ist in seinen Gemächern. Zweifellos, um deine versprochene Belohnung vorzubereiten. Oho. Wenn du gerade Muße hast, Hexer, warum nicht ein paar Haken mit den Wildkerlen? Das lockert die Gelenke nach der Reise. Vielleicht später. Okay, in seinen Gemächern. Hast du den Kopf abgeschlagen? Wenn keine Basilisten kommen, dann kommen Riesen in der Nähe. Los, was soll dieses Schwert? Aber ich ziehe meine gute Arme. Ich dachte, er führt uns da jetzt hin, aber nee. Aus einem Tempel des Liebevolls zeigt das Schwert ein Netz. Merkt ihr das? Es war so. Das Schiff der Schwarzen. Hallo. So, guck ich mal durch. So, das scheint ja wohl hier der richtige Weg zu sein, oder? Ich weiß es gar nicht, dass wir... Hier sind wir doch hingegangen, um... Ah, ist schon richtig. Sehr gut. Oh. Was ist jetzt los? Hallo Birna. Gefällt dir das Fest nicht? Das ist kein Fest. Das ist ein Bauernmarkt, wo Stimmen wie Schaffelle gekauft werden. Svanrik wird nicht um Unterstützer werben? Brans Sohn falsch nicht um eine Krone, die ihm von Rechts wegen zusteht. Soweit ich weiß, erhält der Kandidat mit den meisten Stimmen die Krone. Das ist Tradition. Aber nicht alle Traditionen sind gut. Das Geschick der Inseln sollte einer einzigen Familie anvertraut werden. Ich nehme an, dir schwebt eine bestimmte Familie vor. Natürlich. Bran war der beste König, den Skellige seit Jahrhunderten gesehen hat. Der Thron sollte an Svanrik gehen, seinen rechtmäßigen Sohn, und dann an dessen Söhne. Ja, was ist denn falsch daran, König? Demokratie! Hallo? Was ist falsch daran, euren König zu wählen? Geh herum und hör zu, dann weißt du es. Die Anwärter vergeben bereits Ländereien, Privilegien, Titel, günstige Urteile. Sie benehmen sich wie Huren, die ihre Röcke für jeden Passanten heben. Ein König von Wählergnaden ist kein Herrscher, sondern ein Schuldner.
Das muss aufhören. Wir müssen damit beginnen, Brans erstgeborenen Sohn auf den Thron zu setzen. Ich hoffe, dass die Jarls die Weisheit darin sehen. Hm. Du verlässt Kertrolde? Morgen, bei Tagesanbruch. Viel Spaß noch, Meister Geralt. Das gibt doch noch Ärger. Das weiß er natürlich schon. Du musst sogar. Komm, ich habe auf dich gewartet. Na, gefällt dir das Fest? Ja. Besser als die Festlandbälle? Es gibt jedenfalls mehr zu trinken. Ja, und ob. Alles aus meinem Keller. Doppelmet, Trippel, zintrischer Pflaumenbrand, Mahakama-Schnaps, der in der Kehle brennt wie kochendes Wasser. Die Ankrets wissen, was Gastfreundschaft heißt. Ich schätze, es gibt ein verborgenes Motiv für diese Gastfreundschaft. Bist du nicht zwischen hin und her gerissen? Du hast mit Birna geredet? Worüber? Ja, das interessiert. Ich sah dich mit Birna reden. Worum ging's denn? Politik. Was anderes interessiert sie schließlich nicht. Sie wollte mich überzeugen, dass wir Brans Andenken ehren müssen. Und dass sich deswegen meine Kinder aus dem Rennen um die Krone nehmen und Zwanrig unterstützen soll. Warum nur glaube ich, dass du sie hast auflaufen lassen? Das ist noch freundlich formuliert. Ich habe sie rausgeworfen. Mhm. Bist du nicht hin und her? Ist er nicht hin und her gerissen zwischen Tochter und Sohn? Fühlst du dich zwischen Hjalmar und Ceres hin und her gerissen? Ob ich einen Favoriten habe, meinst du? Nein. Sie sind verschieden wie Feuer und Wasser. Aber in beiden fließt das Blut der Ankret. Glaubst du, dass die Skelliger auf eine Frau hören? Ja, der war echt ein bisschen hitzköpfig. Und er hat ja auch eigentlich nur den Titel Drachentöter gekriegt, weil wir gesagt haben, wir wollen ihn nicht. Mal unter uns. Ist Hjalmar nicht zu heißblütig, um König zu werden? Kommt drauf an, was du für einen König willst. Wenn du einen willst, der Gesandte schickt, Figürchen über eine Karte schiebt, die profitabelste Option berechnet, dann ist er zu heißblütig. Ja. Aber Skellige will einen anderen Herrscher. Einen, der Nilfgaard in seinem Blut ertränkt und lieber ins Feuer springt, als sich zu unterwerfen. Und das ist Hjalmar. Wenn ihr eure Angriffe ausweitet, zieht ihr den Zorn von Emhyr auf euch. Das könntet ihr noch bereuen. In Skellige spucken wir auf die Idee eines Friedens um jeden Preis. Okay. Meinst du, der Rat der Jarls wird es wagen, eine Frau auf den Thron zu setzen? Wenn du mich das vor ein paar Monaten gefragt hättest, hätte ich dir ins Gesicht gelacht. Aber heute sehe ich, und nicht nur ich, dass Ceres etwas hat, was auf den Inseln so selten ist wie heiße Sommer. Geduld. Ach, ich dachte Unterhosen. Andere handeln und denken dann. Sie nicht. Sie durchdenkt alles. Wägt das Für und Wider ab. Aber wenn sie handelt, hält keine Macht der Welt sie auf. Tja, dann reden wir mal über meine Belohnung. Du hast mir eine Belohnung versprochen, wenn ich deinen Kindern helfe. Und ich habe vor, mein Wort zu halten. Hier. Dieses Ding ist seit Generationen in Familienbesitz. Ich gebe es dir für deine Verdienste um den Fortbestand der Linie. Ein Schwert. Oi. Schöne Arbeit. Danke. Ich habe zu. Was ist denn jetzt los? Weißt du? Verdammt. Hjalmar hat wohl schon wieder eine Schlägerei angefangen. Das ist nicht Hjalmar. Schicksal. Gehen wir. Weiße Jagd? Wilde Jagd? Weiße Jagd, oh mein Gott. Boah, ein Bär! Alter Schwede! Geht's noch? Das wärst du bereuen! Verdammt, bist du weg. Ah. Komm schon, geh rein. Stirb, Drecksvieh.
klingt ein bisschen wie der Chewbacca. Stirb! Alter! Wo sind die Tische hin? Haben die Bären die Tische gefressen? Ach nee, die sind da nicht. Krass. Tuch! Gib mir ein Tuch! Ich muss die Blutung stoppen! Schnell! Wer ist das? Nimm meinen Mantel! Halt durch, Sohn, du schaffst das schon. Mich hatte mal ein Hai am Bein gepackt. Halb John! Er ist tot. Krach! Wo sind diese Bären hergekommen, hä? Antworte sofort! Oh, oh. Pass auf, wie du mit meinem Vater sprichst. Steck das Schwert weg, Kleiner. Sonst verliert Krach auch einen Sohn. Du beleidigst mich, Lugos. Jetzt bedrohst du meinen Sohn. Das lasse ich nicht zu. Dann komm her. Los! Ich mach dich kalt wie einen räudigen Hund. Beruhigt euch, ruhig. Es ist genug Blut geflossen. Jemand hat diese Bestien hergebracht, um unsere Söhne und Brüder zu ermorden. Wir können sie nicht wieder lebendig machen. Doch wir müssen sie rächen, wenn wir können. Diese Bürde fällt dem Gastgeber zu und seinen Nachkommen. Hm. Die Alte, die abgehauen ist, die hat damit zu tun, ich wette. Finde den Schuldigen, Ankret. Finde und töte ihn. Sonst wird deine Sippe für die nächsten 100 Generationen verflucht sein. Arsch, verpiss dich. Hat jemand gesehen, wie die Bären reingekommen sind? Das ist egal. Ich weiß schon, wo der Schuldige zu finden ist. Warte! Bist du verrückt? Du willst Leute umbringen, bevor wir wissen, was passiert ist? Forsch nach, so viel du willst. In der Zwischenzeit gehe ich unsere Sippe von der Schuld reinwaschen. Hey, die Jarls hören nicht mehr zu. Lass das Heldengetue und denk einen draußen. Moment nach. Unsere Ehre steht auf dem Spiel, Schwester. Das kann nicht warten. Hörst du mich überhaupt? Jemand hat diese Bären reingelassen. Wir müssen erfahren, wer. Und die Antwort befindet sich irgendwo in diesem Raum. Ja, wir helfen Ceres, weil die hat recht. Du hast recht, Ceres. Ich helfe dir. Danke. Schön. Wir sehen uns, wenn ich mit den Köpfen der Verräter zurückkomme. Ich bleibe hier. Jemand muss sich um alles kümmern. Den Heiler rufen, die Gefallenen den Familien übergeben. Wolf, ich danke dir. Ja, das Schwert, keine Ahnung, ob das gut ist, aber ich will auch eigentlich nicht unser Greifenset auseinanderreißen. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein, und ich werde es hoffentlich auch nicht wiedersehen. Woher sind die Bären gekommen? Wir haben alle gelacht, gegessen, getrunken. Dann plötzlich ein Gemetzel. Ströme von Blut an den Wänden. Was ist vor dem Massaker passiert? Was genau? Blaujung Lugos hat gewettet, dass er ein Fass Bier in einem Zug leert. Er ist auf den Tisch geklettert, hat sich ein 30 Liter Fass zentrisches Weizenbier geschnappt und losgelegt. Seine Kehle blähte sich auf wie ein Mondfisch. Er lief rot an, aber er soff weiter. Die Leute fingen an, ihre Humpen auf den Tisch zu knallen und zu skandieren: Lugos, Lugos! Dann hörten wir dieses Brüllen auf der anderen Seite des Raums. Alle drehten sich gleichzeitig um, als hätte der Steuermann gerufen. Da waren sie. Die Leute, die den Bären am nächsten saßen, konnten nicht mal die Waffen ziehen. Sie wurden in Fetzen gerissen. Wir werden sie rächen. Versprochen. So, und wer ist jetzt alles gestorben? Weißt du, wer gestorben ist? Drogoda, Drake Bondu, Blaujung Lugos, Halbjorn, Otrik. Die Liste ist lang. Ich hörte, du hast Lugos geholfen. Wie mir bei dem Him. Die Thronanwärter, die noch leben, die sind schnell aufgezählt. Du, Chalmar und Svanrik. Was willst du damit sagen? Nichts.
Noch nicht. Alter, nicht, dass das wirklich krachankreit war. Ey. Bei dem Spiel würde ich es... Sehen wir uns um. Wir haben genug geredet. Sehen wir uns um. Lass mich wissen, was du findest. Ich rede mit den anderen. Vielleicht hat jemand mehr gesehen als ich. So, dann schauen wir mal. Jetzt haben wir ja schon wieder eine neue Quest, die wir eigentlich... Eigentlich wollte ich ja hier noch mal ein paar andere überflüssige Quests machen. Wie sind sie reingekommen? Ich weiß es nicht. Die Tore waren verschlossen. Bissspuren, Klauenspuren, Knochenbrüche. Kaum zu sagen, woran er genau gestorben ist. Okay. Also gut. Was haben wir denn hier? Gut. Den Kopf untersuchen. Ein Bärenschädel. Aber die Zunge ist kurz wie die eines Menschen. Das Maul riecht nach Met. Und nach etwas anderem. Etwas Erdigem. Mhm. Bären mögen Honig, bevor er fermentiert ist. Seltsam. Aha. Etwas unter dem Fell. Eine Tätowierung? Wie eine Bärentatze. Alte Narbe ist wohl genäht worden. Also das waren mal Menschen, die sich verwandelt haben, die wahrscheinlich mitten unter den trinkenden Volk zugange waren. Halb Mensch, halb Bär. Wie ein Lykanthrop. Der Mond ist nicht voll. Trüben. Also hat etwas anderes die Verwandlung bewirkt. Vielleicht etwas zu essen oder zu trinken. Met mit erdiger Note. Ich sollte die Hörner, Humpen und Schüsseln untersuchen. Okay. Ja? Alle Hörner sind leer. Otrik. Mist, der ist ja noch ein Kind. Scheiße. Was liegt da? Da lag doch gerade noch was. Ich habe einen Moment weggesehen. Als ich mich wieder umdrehte, sah ich einen Bären bei der Wand. Erdiger Geruch im Bärenmaul. Etwas wie... Pilze? Die Schüssel ist leer, aber der Geruch kaum erstaunlich, dass halt der Kopf verblutet ist. Okay. Von woanders im Raum. Okay. Die führt nach draußen. Was ist das denn? Ein Horn? Hier. Met mit irgendeinem Pilz versetzt. Und Menschenblut. Ceres! Komm mal ran! Eine Wache hat gesehen, was passiert ist. Das waren keine Bären, sondern... Menschen, die sich in Bären verwandeln. Mhm. Berserker. Berserker? Die kennt das. Berserker? Der Name des Galgen für Krieger, die sich in der Schlacht in Tiere verwandeln. Stoff für Sagen und Legenden. Aber es passt doch, nicht wahr? Mhm. Fast. Es war eine Feier. Keine Schlacht. Hm. Ich glaube, ich weiß, warum sie sich verwandelt haben. Es war der Met. Riech mal. Met mit Blut versetzt. Und mit noch etwas. Könnte ein Pilz sein, aber ich weiß nicht, was für einer. Chod könnte uns helfen. Nur wenige Druiden kennen sich besser mit Kräutern aus. Kann nicht schaden. Okay. Chod. Gehen wir mal hinterher. Entschuldige bitte. Sie ist hier lang gegangen. Wo ist sie hin? Ceres! Welche Schande! Die schlimmste seit dem roten Begräbnis. Da sind weniger. Freya, o Mutter. Möge die Freya, unsere Mutter. Möge die See die Verräter holen. Freya, unsere Herrin. Darf ich kurz stören? Das hast du bereits. Was gibt's? Irgendjemand hat eines der Metfässer mit Blut und einem Kraut oder Pilz verunreinigt. Ceres meinte... Gib mal das Horn her. Ich kenne diesen Geruch. Ein Pilz. Mardrömme. Mardrömme? Was hat das irgendwas mit Berserkern zu tun? Haben Mardrömme denn irgendwas mit Berserkern zu tun? Ja, aber nur in den Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen. Darin heißt es, dass Krieger, die Mardrömme essen, sich im Kampfrausch in Monster verwandeln. Aber wie gesagt, das sind nur...
Legenden, ich weiß. Aber es fällt mir leichter, an sowas zu glauben, als an irgendwelche Bären, die aus dem Nichts auftauchen. Also der Typ ist doch entfernt mit dem Weidler verwandt, oder? Ceres hat nicht gelogen. Du weißt gut über Pilze Bescheid. Das tue ich. Besonders, wenn sie den Geist beeinflussen, ihn beruhigen, Wachträume hervorrufen. Udalric hat viele Jahre gelitten. Ich habe versucht, ihm irgendwie zu helfen. Zuerst mit Beten, dann mit Mohnmilch. Aber inzwischen ist er davon los, oder? So schnell geht das nicht. Aber wir werden es ihm abgewöhnen. Madrömme. Nie gehört. Ihr auf dem Festland habt einen anderen Namen dafür. Psilocybin, glaube ich. Richtig. Bauern nehmen ihn, um Schmerzen zu lindern. Das hat Udalric auch getan. Aber nur ein paar Mal. In großen Dosen rufen Psilocybin-Pilze Visionen und Albträume hervor. Ja, das Letzte, wovon Udalric noch mehr gebrauchen konnte. Danke für deine Hilfe. Blut und Mordröme. Das Aroma von Menschenfleisch und einer Substanz, die Visionen hervorruft. Das könnte den Anfall verursacht haben. Vielleicht sogar die Verwandlung. Kann sein. Unwahrscheinlich, dass der Med erst in der Halle manipuliert wurde, vor so vielen Zeugen. Das stimmt. Ich habe bei den Vorbereitungen geholfen. Das wäre mir aufgefallen. Vielleicht ist es passiert, bevor die Getränke nach oben gebracht wurden. Im Keller. Komm, vielleicht finden wir dort ein paar Hinweise. Ja, das kann natürlich sein. Geh! Auf in den Keller. Boah, windig hier. Normalerweise kommentiert das Geralt doch immer. Es ist windig. Wir müssen die Verräter schleunigst finden. Ja, los. Sonst nehmen die Krieger die Sache in die Hand. In der Burg herrscht schon genug Aufregung. Glaubst du, sie würden Krach offen angreifen? Meinen Vater oder sich gegenseitig. Alte Skelliger Tradition. Wir hatten schon lange keinen Bürgerkrieg mehr. Naja, dann wird's wohl mal wieder Zeit, ne? Krieg, facht ja auch die Wirtschaft an. Ich wusste, es gibt Ärger. Es war alles viel zu ruhig. Ja, das seltsam. Hat der Typ am Eingang das hat Arnwald auch gesagt. Ja. Dass auf guten Festen nicht nur Met fließen muss, sondern auch Blut. Der Wunsch ist ihm erfüllt worden. Boah, ey, was für eine riesige Burg. Ich hoffe wirklich, dass Hjalmar etwas Sinnvolles macht und nicht nur auf einen Kampf aus ist. Entspann dich. Dein Bruder ist ungestüm, nicht dumm. Gehst du rein, oder was? Wir bewahren den Alkohol am anderen Ende des Kellers auf. Komm, ich zeig es dir. Das ist doch alles Alkohol, oder nicht? Gestank. Ist das Wodka? Mahakama-Schnaps. Direkt hinter dir. Da hat jemand da mehrere vorzügliche Fässer ruiniert. Oh. In Wodka. Wir warten durch Wodka. Was ist hier los? Ja. Er sagt da nichts. Dieser Met ist in Ordnung. Okay. Hier ist auch nichts. Wo guckt er denn hin die ganze Zeit? Blut und Pilze. Meinst du, wir finden raus, wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Was zum... Scheiße. Der Schnaps! Da ist noch ein Ausgang hinter den Fässern. Aber sie sind zu schwer. Los. Die kriegen wir nicht weg. Hab ich auch nicht vor. Das war noch mal... Ach ja, Art. Schnell. So eine Scheiße. Bei lebendigem Leibe verbrennen können. Da legt aber jemand großen Wert darauf, dass wir die Nachforschungen einstellen. Wo, ein Ort der Macht? Ein Ort der Macht. Ich sollte Ist das ein Geheimgang? Nicht geheim. Er kann benutzt. Als Hjalmar ich noch mal gespielt. Einmal, ach, die Vergangenheit. Ach, die gute alte Vergangenheit. Ach, guck mal hier. Brandstifter erwische. Dann. Mal überlegen. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht.
Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach, hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten den Eingang untersuchen. So. Kann man bestimmt voll viele geile Sachen klauen. Egal. Wo ist sie denn jetzt? Ach, da ist sie. Tja, Spannung pur hier. Hätte ich nicht mit gerechnet. So. Komm, gehen wir da durch oder was? Oder wie? Kannst du mal aufmachen? Mach mal auf. Muss ich das jetzt aufbrechen? Oh, schau mal einen an. Hm, da ist jemand durch den Met gelaufen. Ah. Okay. Die Spur bricht ab. Wir müssen einen anderen Hinweis finden, dem wir folgen können. Er muss gemerkt haben, dass sie gerissen ist, aber er war in Eile. Was ist das? Ein Stück Stoff. Das gibt es doch nicht. Oh nein, was Stoff. Denn? Anwaltstunika. Anwalt? Nur er trägt sowas. Bist du sicher? Ich habe ihn in der Haupthalle mit den Bediensteten gesehen. Los. Nee, nicht der nette Mann, der uns reingelassen hat. Nimm dir ein Pferd. Wir reiten ihm nach. Boah, jetzt ist aber hier Spannung pur. Ach du Scheiße. Komm, gib alles. Weiter so, Anwalt, stopp, verdammt! Er wird nicht auf dich hören. Wenn ich den erwische. Du hast keine Chance. Leute, haltet ihn doch auf, Alter. Wieso helfen die uns nicht? Ich mach so schnell ich kann. Los, Plätze. Komm, Plätze. Dann schnappen wir uns den Arsch. Erwischt. Haha. Warum hast du sie verraten? Rede, oder ich beende es. Die gehen da hinten. Kein Ankret sollte jemals auf Skelliges Thron sitzen. Ich kenne euch besser als jeder andere. Ihr seid heißblütig, unverantwortlich. Skellige braucht Stabilität. Einen starken König. Keinen, wie ihn die betrunkenen Jarls wählen. Interessant. Das höre ich von dir zum ersten Mal. Aber ich weiß, wer genau das Gleiche sagt. Ach, Plätze. Es ist Birna Bran, nicht wahr? Du warst nie ein guter Lügner, Arnwald. Arnwald. Er ist mein Arnwald. Warum hat sie das getan? Das ist doch klar. Sie wollte die anderen Thronanwärter loswerden und dabei unseren Clan in Verruf bringen. Wenn sie Erfolg gehabt hätte, wäre Swanrig der einzige verbliebene Anwärter auf Skelliges Thron gewesen. Tja, wir brauchen aber einen Beweis. Wir brauchen einen Beweis. Unser Wort gegen Birnas, das reicht nicht. Anwalt, hilf uns, dann wird Vater dir einen ehrenhaften Tod gewähren. Dafür sorge ich. Ich habe Briefe von ihr. Mit Anweisungen, wie der Met zu vergiften ist. Aber sie hat nicht unterschrieben und es gibt kein Siegel. Wird das reichen? Muss es. Wir sollten nicht zögern. Zeit, die Jarls zu versammeln. Oh, oh. Extra lange Folge incoming. Naja, mal schauen. Ich habe die Jarls im Rat versammelt, wie du verlangtest, Ceres Ankret. Du behauptest zu wissen, wer hinter dem Massaker von Caer Trolde steckt. Also sprich, das Blut der Söhne und Töchter Skelliges, wessen Hand befleckt es? Die von Birna Bran. Die Kleine ist verrückt. Denkst du, dass dir jemand glaubt? Du hast veranlasst, dass dem Berserkern vergifteter Met serviert wurde. Wie bitte? Ich befehlige doch nicht die Dienerschaft von Caer Trolde. Dein Vater hat das Fest ausgerichtet und die Gäste versammelt. Da ist was dran. Hast du einen Beweis für deine Anschuldigung? Ich habe sogar einen Zeugen. Arnwald?
Ceres spricht die Wahrheit. Birna hat mir befohlen, den Met zu vergiften, als Ceres und der Hexer in den Keller gingen. Du hast uns verraten? Den Clan, der dich aufgenommen hat? Gute Leute, das ist ein Diener der Ankret, ein Lakai. Er sagt, was man ihm zu sagen befiehlt. Er würde lügen, selbst wenn es ihn den Kopf kosten sollte. Birna sagt die Wahrheit. Arnwald dient auf Kehr Trolde, seit ich denken kann. Treu wie ein Hund. Es gibt einen anderen Beweis? Naja, wir versuchen erstmal das. Ich bürge für Ceres. Sie sagt die Wahrheit. Du? Noch ein Lakai der Ankrets? Hat Ceres dich geködert? Ich kann mir schon vorstellen, wie. Oder hat Krach dich bezahlt, damit du meinen Namen besudelst? Was hast du gesagt? Ich bitte um Ruhe. Nach dem, was ich auf Spikero gesehen habe, vertraue ich dem Hexer. Mehr als dir. Das Recht hast du, aber das ist kein Beweis für meine Schuld. Ha. Ich habe noch einen Beweis. Was hat er denn jetzt? Einen Brief von Birna an Arnwald. Mit Anweisungen, wie der Met zu präparieren ist. Der trägt weder meine Unterschrift noch mein Siegel. Aber das Pergament ist von Parfüm durchdrungen. Der Duft ist sehr stark. Man kann ihn immer noch riechen. Das soll dein Beweis sein, Mädchen? Das nennst du einen Beleg für meinen angeblichen Verrat? Wie amüsant. Birna hat recht, Ceres. Das ist ein bisschen mager als Beweis für ein Verbrechen. Leider hat dein Bruder Chalmer auch noch nichts gefunden, was die Familienehre wiederherstellen könnte. Uns bleibt nur noch eins. Holger, Lugos, es ist Zeit, dass wir diese verdammte Burg verlassen. Kommt, wir müssen die Strafe für den Clan an Kret bestimmen. Ihr macht einen großen Fehler. Ihr macht einen riesengroßen Fehler. Sei still, Streuner! Halt! Mutter! Du hast mich vor dem Fest aus der Halle geschickt. Warum? Sohn, nicht jetzt. Warum hast du das getan? Wie konntest du es wissen? Wie? Du schweigst also. Ihr habt Ceres nicht geglaubt. Ihr habt dem Hexer nicht geglaubt. Aber ihr müsst einem Sohn glauben, der die eigene Mutter beschuldigt. Das Massaker war ihr Werk. Sie hat Schande über sich gebracht, über mich, über die Familie, den Clan. Svanrik, ich habe es für dich getan. Ach. Nur für dich. Du bekennst also die Tat. Als Ältester der Jarls wasche ich den Namen des Clans an Kret rein. Na ja, dann. Und dich, Birna, verurteile ich zum Tode. Spring. Du sollst an einen Felsen gekettet Hunger und Durstes sterben. Und die Seevögel sollen deine Überreste fressen. Tja, und wieder mal hat der Hexer den Tag gerettet. Wie soll's auch anders sein? Oh. Birna war machthungrig, das wusste ich. Aber dass er ein solches Verbrechen begehen würde. Und Svanrik, was wird aus ihm? Er wird seine Heimat verlieren. Seinen Namen, seine Ehre. Er wird das Exil wählen. Oder den Tod. Genug. Was immer kommen mag, wir müssen durchhalten. Danke dir, Geralt. Erneut. Das ist nicht nötig. Genug der Bescheidenheit. Dies ist ein Land der Helden. Das soll dich daran erinnern. Kriegen wir noch was? Und jetzt reite ich nach Gedinate zur Ratsversammlung der Jarls. Es ist an der Zeit, einen König zu wählen. Und was denkst du? Wer wird gewählt? Komm mit, dann erfährst du es. Es kann sein, dass alle auf dein Urteil hören. Gehen wir da jetzt mit hin? Ich glaube, wir gehen da gleich mit hin. Aber was dann da passiert, das gucken wir dann in der nächsten Folge. Liebe Leute, in diesem Sinne, Main bleiben. War eine tolle Folge. Wir haben den Tag gerettet. Und sehen uns dann. Haut rein, bis dann. Tschüss.